Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Veto. Mein heutiger Gast ist nicht ganz unumstritten. Es gab auf dem linken Parteitag hier in Hamburg vor kurzem einen Eklat. Sie hat sich auch schon durchaus provokativ geäußert zu verschiedenen politischen Themen. Und ich bin mal gespannt, was jetzt so passieren wird im Gespräch mit Bijan Tavassoli. Herzlich willkommen. Danke. Jetzt habe ich gerade Sie schon gesagt. Nun wird der Zuschauer, der dich noch überhaupt nicht kennt, sich fragen, wieso sagt er denn Sie? Das ist doch eindeutig ein Mann. Aber du definierst dich jetzt als Frau. Ja, also nicht erst jetzt. Ich mache das jetzt auch sehr offensiv öffentlich. Das ist eine Sache, die hat bei mir länger gedauert. Aber genau, ich definiere mich, ich bin eine Frau und ich bin auch so geboren. Ja, nun kenne ich das so, weil ich habe auch schon Transpersonen interviewt, dass wenn sie sagen, sie sind eine Frau, sich auch äußerlich dem ein bisschen annähern. Ja. Also vielleicht auch jetzt nicht unbedingt einen Vollbart tragen, vielleicht längere Haare oder auch weibliche Kleidung. Das ist bei dir nicht der Fall. Also du, wenn man dich auf der Straße sieht, wird man nicht auf die Idee kommen, dass du dich für eine Frau hältst oder dich für eine Frau, als Frau definierst. Also was ist denn das Weibliche an dir? Also wie definierst du das denn selber? Ich denke, das Weibliche ist nichts, was von Äußerlichkeiten abhängt. Ich will mich nicht despektierlich über Menschen äußern, die das für notwendig halten, sich äußerlich einem bestimmten Erscheinungsbild anzupassen. Ich denke, dass das nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Mhm. Und vor allen Dingen nicht mit dem sozialen Geschlecht und damit, wie man sich fühlt. Und ich fände es für mich persönlich falsch, wenn ich mir jetzt, ich sag mal, übertriebenen Mascara und Lippenstift irgendwie aufmachen würde, um einfach ein bestimmtes Bild von einer Frau, was ich vielleicht auch gar nicht finde, was eine Frau ist. Ja. Also ich meine, was ist eine Frau und was ist das äußerliche Bild einer Frau? Das hat sich, heute gibt es viele verschiedene Richtungen. Das hat sich über die Jahrtausende auch total gewandelt. Schönheitsideale haben sich gewandelt. Was ist die soziale Funktion einer Frau? Das hängt alles miteinander zusammen. Und meine Auffassung ist eben, dass das Äußerliche da nicht das Entscheidende ist. Mhm. Aber gibt es denn von dir auch nicht das Bedürfnis, dich irgendwie äußerlich denn auch zu verändern? Also gerade der Vollbart zum Beispiel, der ist ja eindeutig was Männliches. Also was haben ja Frauen nicht? Das würde ich eben nicht so sehen. Ich denke eben schon, dass es viele Frauen gibt, auch mit Bart. Also gerade auch in südländischen Kulturen ist es so, dass Frauen häufig Bartwuchs haben. Und ich sag mal zum Beispiel im Iran in der Qajar-Zeit, da war das, also im 19. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert, war es auch sehr üblich, dass Frauen dort auch Bart getragen haben. Und das war zum Beispiel ein Schönheitsideal, was dort anerkannt war. Jetzt ist das in unserer heutigen westlichen Gesellschaft so nicht. Aber das macht ja auch Menschen, die, ich sag mal, jetzt als Frau geboren wurden und das gleich so erkannt haben und auch dieses Geschlecht direkt so ausführen wollten, denen bereitet das teilweise Schwierigkeiten, dass die dann gezwungen sind, sich zu epilieren, sich zu wachsen und so weiter, nur um diesem äußerlichen Rollenbild irgendwie gerecht werden zu können. Und ich finde, da muss man als Frau auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, das durchbreche ich. Und diese Erwartungshaltung der Gesellschaft, die mache ich nicht mit. Mhm. Also ist das auch so eine Art Protesthaltung, die du da jetzt an den Tag legst? Weil du sagst, ich muss mich, wenn ich mich als Frau definiere, nicht unbedingt auch äußerlich eine Frau sein. Also ja, Protesthaltung würde ich sagen. Ich würde sagen, nicht äußerlich eine Frau sein gibt es nicht. Ich glaube, es gibt nicht die Frau. Und das platonische Ideal einer Frau, das ist etwas, was in unseren Köpfen ist und was sich aber auch immer verändert und was wir selber konstruieren. Mhm. Und ich trage da meinen Beitrag bei, mein Bild davon, was ich denke, was eine Frau sein kann und was ich als Frau bin, zu leben. Mhm. Ich sehe das jetzt nicht als Protest, aber klar, insofern, dass wir jetzt in einer heteronormativen, cisnormativen Gesellschaft leben, ist meine ganze Existenz dann, wenn man so will, ein Protest. Und die Existenz dann offen zu leben, ist dann eine Form von Protest, wenn man so möchte. Aber für mich ist es kein Protest. Ich mache das nicht, um zu protestieren. Ich mache das, weil ich mich so fühle und weil sich das richtig anfühlt. Mhm. Aber wie ist es denn dann so denn im alltäglichen Leben, sage ich mal? Also jetzt geht schon damit los, auf welche Toilette man geht. Oder richtig. Du hast in einem Interview vor kurzem auf YouTube da geredet, dass du in die Damensauna gehst und nicht in die Herrensauna. Nun kann ich mir vorstellen, wenn du in eine Damensauna gehst, dass das dort sitzende Frauen nicht unbedingt so witzig finden, wenn du da plötzlich auftauchst, auch wenn du denen erklärst, dass du eine Frau bist.
Also das ist auf jeden Fall eine der Situationen, wo es sehr viel Erklärungsmöglichkeiten gibt. Ich sehe das nicht als was Schlechtes unbedingt, darüber zu sprechen. Ich bin da auch mittlerweile in einer Phase, wo ich durchaus in der Lage bin, das rüberzubringen und das auch selbstbewusst rüberzubringen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, denen es sehr viel schwieriger fällt und die sich deswegen zurückziehen und deswegen Räume auch nicht ergreifen wollen, die als Schutzräume für Frauen auch gedacht sind. Aber ich persönlich finde es einfach viel, viel angenehmer, in einer Frauensauna umgeben von auch Frauen zu sein, als in einer gemischten Sauna, wo man teilweise, also ich will jetzt auch nicht alle Männer verurteilen, aber man ist schon auch Blicken ausgesetzt als Frau in einer gemischten Sauna. Und das weiß man ja nicht, dass du dich als Frau definierst, wenn du in die Sauna gehst. Oder gibt es irgendwelche körperlichen Merkmale an dir, die wenn du nackt bist, die dich als Frau erkennen lassen? Also ich fühle mich auf jeden Fall angeguckt. Ja, klar, weil du jetzt sagst, wenn du in der Sauna... Das ist ja auch für mich jetzt nebensächlich, ob die jetzt mich als Frau sehen und angucken oder ob sie mich aus anderen Gründen angucken oder sexuell anmachen oder sowas. Das ist ja nicht das Entscheidende. Aber was ich an der Frauensauna wirklich positiv finde, ist, dass mir da noch nie ein sexueller Vorfall oder so jetzt vorgekommen ist. Ich fühle mich da einfach sicher. Und ich denke, ich kann in die Sauna gehen, ich kann meditieren, ich kann mich sozusagen entspannen. Und das kann ich in der gemischten Sauna so nicht. Also es gibt bestimmte gemischte Saunen, wo ich auch noch hingehe, weil ich mich da sicher fühle. Ja. Da weiß ich, da sind korrekte Menschen und da ist einfach der Fokus auf Sauna. Und da sind die Leute, gehen nicht hin, weil sie da Menschen vielleicht nackt sehen wollen oder so, sondern da gehen sie hin, weil sie sich entspannen wollen. Und da habe ich auch überhaupt kein Problem. Aber ich muss sagen, ich bin häufiger in gemischten Saunen doch Zeuge geworden davon, dass Männer dort Frauen wirklich anstarren. Ja, dich doch nicht. Und auch mich anstarren, ja. Und das finde ich doch, ehrlich gesagt, also... Ja, aber warum starren die dich denn an? Also, es ist ein bisschen blöd, die Frage vielleicht, aber weil das weiß ja keiner, dass du dich als Frau definierst, wenn du nackt in der Sauna bist. Die denken ja alle, du bist ein Mann. Das weiß ich nicht, was in deren Köpfen vor sich geht. Auch wenn sie denken, dass ich vielleicht ein Mann bin, schließt das ja nicht aus, dass sie mich anstarren. Also, Männer sind vielleicht. Es gibt auch schwule Männer zum Beispiel, genau. Es gibt auch Männer, die sind pansexuell oder so. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die eine bestimmte Geschlechtsvorstellung mit mir jetzt verbinden. Okay. Aber es ist einfach so, dass ich in Frauensaunen, auch wenn es natürlich da auch lesbische Frauen gibt, aber ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass man dort einfach sexualisiert wird, als Objekt betrachtet wird. Und ich will, wie gesagt, nicht ausschließen, dass es das auch in Frauensaunen bestimmt geben mag. Mhm. Ich fühle mich da einfach sicherer. Mhm. Bist du auch in einer Beziehung, wenn ich mal so fragen darf? Also wenn ja, mit einem Mann oder mit einer Frau? Also wie würdest du dich jetzt als heterosexuell oder als schwul oder lesbisch oder wie würdest du dich selbst bezeichnen? Ist eine intime Frage. Also ich finde das immer schwierig, sich so zu etikettieren. Ich denke, das ist doch was sehr Individuelles und ich sehe mich aktuell eher lesbisch, ja. Aber ich denke, dass diese ganzen Kategorien, also genauso wie die Kategorie männlich und weiblich, ja. Das ist vielleicht noch notwendig. In meinem Kopf ist es aber was, das werden wir in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten überwunden haben. Und genauso auch mit Sexualität. Mhm. Wir sehen das jetzt ja teilweise daran, wenn man jetzt, letztens habe ich mir online Schuhe bestellt und musste dann auswählen, welches Geschlecht ich habe. Und ich fand das super spannend, weil vor ein paar Jahren gab es da 3 Möglichkeiten. Jetzt gibt es teilweise 300 Möglichkeiten. Bei Datingportalen kann man dann angeben, welche Präferenzen man hat. Man hat dann teilweise tausende Möglichkeiten. Mhm. Wobei man da auch sagen muss, das wird dann oft zusammengemischt. Und im Frontend gibt es dann die Möglichkeit, was auszuwählen, was im Backend dann gar nicht wirklich berücksichtigt wird. Aber ich denke, wir gehen da in die richtige Richtung. Und das Ziel muss doch sein, dass wir uns nicht von künstlichen Geschlechtsbegriffen einfach davon abbringen lassen, Menschen zu sein. Mhm. In dem Interview sagst du auch noch, dass Frauen leichter frieren. Ja. Und da meinst du auch dich selbst mit. Ich meine mich, ja. Ja, aber das verstehe ich halt noch nicht so richtig, weil dann rein körperlich betrachtet bist du doch ein Mann. Ja, das ist natürlich das Schwierige an klinischen Studien und so weiter, die bei der Erfassung der Teilnehmerinnen dann die traditionellen biologischen Geschlechter zur Grundlage nehmen. Ne? Mhm. Und dass dann da gesagt wird, gibt es mehrere Studien, wo Frauen, ich glaube, ungefähr 2 Grad kühler empfinden und so. Das ist ein großes Thema auch im beruflichen Alltag, weil natürlich bei uns entweder die Heizung oder in anderen Ländern vielleicht die Klimaanlage auf eine bestimmte Temperatur eingestellt werden muss.
Und da kann man jetzt die Hypothese vertreten, dass das allein mit Hormonen und mit biologischen Mechanismen zusammenhängt. Aber Kälteempfinden oder Wärmeempfinden, das ist ja was, was letztendlich im Gehirn stattfindet. Mhm. Und insofern glaube ich nicht, dass man das rein auf der hormonellen Ebene erklären kann, sondern das ist wirklich auch was, es ist ein Gefühl. Also es kann mehr Gefühl als Wärmeempfinden, ist dir warm, ist dir kalt. Ist dir in der Nähe von einer anderen Person, die dir vielleicht was bedeutet, in die du verliebt bist, ist dir in der Nähe besonders warm? Also ich denke, genauso wie Geschlechter sozial konstruiert sind, ist auch Temperatur etwas, was wir im Kopf konstruieren. Und die Dimension, die dabei auch das Geschlecht einnimmt, bei dieser Konstruktion, ist mir warm, ist mir kalt, die haben wir noch nicht völlig erfasst. Mhm. Ne? Und der hat natürlich auch historisch und evolutionsbiologisch bestimmte Erklärungsansätze. Aber ich glaube, da ist noch viel Forschung notwendig. Für mich kann ich sagen, mir ist oft kalt. Ich möchte nicht frieren für einen Frieden oder so. Ich möchte tatsächlich gerne, dass es mollig warm ist. Und wir sind hier in Hamburg. Es ist nicht die wärmste Stadt. Ne? Dann kommt noch der Winter zu. Planst du denn irgendwelche hormonellen Eingriffe? Oder? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ne? Ja, also das ist eine sehr persönliche Frage. Ich beschäftige mich, ich bin da auch up to date und gucke mir auch die Forschung an. Ich muss sagen, es ist natürlich auch was bei mir mit dem Alter zusammenhängt. Ne? Ja. Also ich bin jetzt schon 30 Jahre alt und bin in einer Zeit aufgewachsen, in der, ich will sagen, die Gesellschaft noch nicht so offen war vielleicht wie heute. Und das hat mir das sozusagen Coming Out mit meiner Identität auch erschwert. Mhm. Und es ist natürlich dann so, dass wenn man das vor der Pubertät merkt und die Möglichkeit hat und Unterstützung kriegt und vielleicht angleichende Operationen oder hormonelle Eingriffe schon im Kindesalter hat, dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Ne? Das ist natürlich, wenn man älter ist, teilweise auch schwieriger. Und das fließt bei solchen Entscheidungen, glaube ich, auch mit ein. Ja, ich habe jetzt gerade, heute war ein großes Thema auch in sozialen Medien, die sogenannten Pubertätsblocker. Richtig, richtig. Da muss ich sagen, habe ich mich erstmal ein bisschen erschrocken, weil ich gedacht habe, kann das denn wirklich gesund sein für ein Kind, sowas zu nehmen und die Pubertät quasi künstlich aufzuhalten? Was hast du für eine Meinung zu solchen Medikamenten? Ja, also ich meine, die Frage, inwiefern das jetzt die Entscheidung hinauszögert oder inwiefern man dann mehr Möglichkeit hat, sich das zu überlegen, das ist ein Aspekt. Das geht in die Diskussion auch mit Geschlecht und so weiter rein. Ich denke aber noch ein anderer Aspekt ist einfach die Frage, was heißt Kind sein? Ne? Mhm. Und das hat sich über die Jahrtausende wirklich total gewandelt. Früher gab es sowas wie eine Teenagerzeit, eine Adoleszenz, das gab es eigentlich so gar nicht. Ne? Das ist eine Erfindung der Neuzeit, das ist eine Erfindung eigentlich des letzten Jahrhunderts, dass Jugendliche dann länger zur Schule gehen, dass das die Norm wird, dass man dann vielleicht auch sich selbst findet und dass man nicht mit 12, 13 zwangsverheiratet wird. Das ist ja nicht immer da gewesen, sondern das haben wir als menschliche Gesellschaft so entwickelt und damit haben wir diesen Raum, der die Adoleszenz ist, den haben wir geschaffen. Den hat die Evolution nicht oder Gott oder wie man möchte, hat das nicht von Anfang an, sondern das ist was wir geschaffen haben und das hängt ja auch damit zusammen, dass wir davon ausgehen können, heute ein längeres Leben zu haben als noch vor 1000 Jahren vielleicht. Gut, das sind wir jetzt von der Frage ein bisschen weggekommen. Ja. Nein, die Frage ist ja, inwieweit ist es zulässig, länger Kind zu sein. Und da, denke ich mir, muss man aber auch fragen, was heißt Kind? Ne? Ja, und ich denke da im freudianischen Sinne sozusagen, ist Kindheit ja auch verbunden mit der Latenzphase, wo wir denken, da wird Sexualität weggeschoben. Da ist ein Raum, die Libido in andere Richtungen zu lenken. Zum Beispiel Bildung, das Erlernen von Fähigkeiten und so weiter. Und wenn man sich jetzt fragt, wollen wir den Kindern, wenn sie es wollen, mehr Raum geben, sich so zu entfalten, bevor sozusagen die Pubertät und die Hormone sorgen ja dafür, dass dann auch Sexualität mehr im Vordergrund steht. Nur mit dieser natürlichen Dimension zu argumentieren, das ist ja unnatürlich und so, das verkennt, glaube ich, dass unsere ganze Existenz heute als Gesellschaft von Menschen, die in Städten leben, die ist nicht natürlich. Da ist nichts Natürliches dran. Ja, Veto, jeden Monat neu auf Massengeschmack.tv. Hier sind noch weitere Kurzversionen unserer Gespräche verlinkt. Die kompletten Sendungen gibt es bei uns auf dem Sender. Wie gesagt, Massengeschmack.tv. Jetzt einfach mal anmelden und kostenlos testen.